Der Herr Krause, seines Zeichens Doktor Med, kam zur Witwe Bullermann ans Krankenbett. Ach, was stöhnte sie und schluchzte in die Kissen. Und da schlug dem Mediziner das Gewissen. Seine Hand fuhr prüfen und das Negligé. Sachte, sachte rief sie, mir tut alles weh. Immer ruhig sprach der Doktor, kein Gezeter. Erstmal nehmen wir das Fieberthermometer. Du, 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 du. Ehe sie noch richtig wusste, was geschah, stand der Doktor mit dem Thermometer da. Und er rüttelte und schüttelte es fleißig, denn es stand von gestern noch auf 39. Witwe Bullermann von Fieber ganz erhitzt, fragte ängstlich, werd ich heute auch nicht gespritzt? Wollen mal sehen, sprach der Doktor, vielleicht später. Erstmal nehmen wir das Fieberthermometer. Du, 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 du. Und dann führte er das Thermometer ein. Mit Gefühl, denn mit Gefühl geht's besser rein. Aber vorher, so verlangt es die Routine, da bestrich er es mit guter Vaseline. Oh, Herr Doktor, rief die Witwe ganz erschreckt, ich glaub, dass es an der falschen Stelle steckt. Ja, das stimmt, rief da der alte schwere Nöter, denn es ist auch nicht das Fieberthermometer.